Guten Morgen Deutschland. Deutschland ist entsetzt und Deutschland ist erzürnt. Grund dafür ist der sogenannte Aldi Thermomix Skandal. Für alle, die aus irgendeinem Grunde noch nicht davon gehört haben, die Kurzversion jetzt von mir. Aldi hat einen billigen, so einen China Thermomix beworben und entsprechend am Donnerstag angefangen zu verkaufen. Von dem Teil waren aber nur 4-5 Töpfe pro Markt in den Verkauf gelangt. Die Menschen sozusagen vom Sparwahn getrieben haben sich nun Montag oder Donnerstag früh, vor dem Öffnen der Tore an selbigen die Füße platt gestanden und entsprechend wurden nur die ersten 4-5 für die Warterei entlohnt. Die Blicke der 6. und 7. waren dann entsprechend enttäuscht und auch die Reaktionen waren unterschiedlich. Und da war es dann nur die logische Konsequenz, was da passiert ist. Ich zitiere da die Augsburger Allgemeine Zeitung so sinngemäß. In einem Discounter in Gernsbach ist etwas passiert. Der Streit zweier Thermomix-Jägerinnen um das letzte in der Auslage befindliche Gerät gipfelte gegen 8 Uhr, glaube ich, war es, in heftigen Handgreiflichkeiten. Eine 64-Jährige ging als vermeintliche Siegerin vom Platz. Sie hatte ihre Widersacherin buchstäblich vor dem Regal niedergerungen und ihr die Thermomix-Maschine entrissen. Die Frau sei laut Polizei anschließend zur Kasse geeilt, habe ihr Beutestück bezahlt und sei davongefahren. So, und Freude sozusagen im Nachhinein dann irgendwie dann ja zum Verhängnis wird, ist dahingestellt, weil das Nummernschild wurde aufgeschrieben geschrieben und die Polizei ermittelt nun unter dem Titel unstillbares Verlangen. Also ich wollte es nur erzählen, die Geschichte, weil es ein wunderbarer Ausgangspunkt, ja, um über die Macht der Gewohnheit zu reden und warum die Gewohnheit eigentlich so schwer loszuwerden ist. Und ich habe mich köstlich amüsiert über die Geschichte und ja, wir sind gewohnt, dass wenn wir in der Vorwoche für etwas geworben wird beim Aldi, dass wir dann an dem entsprechenden Verkaufsstart das Gerät bekommen. Gerade wenn wir da vor Ladenöffnung noch anstehen und ja, wenn dies dann nicht eintritt, also unsere Gewohnheiten nicht bedient werden können, dann reagieren wir im Extremfall wie diese 64-jährige Siegerin des Thermomix-Ringens. Für das Gehirn ist es ebenso extrem schwierig, Gewohnheiten loszulassen, weil die Gewohnheiten eben nicht nur im Gehirn verankert sind, sondern auch dass sie an die Gewohnheiten auslösenden Reize geknüpft sind. Das bedeutet, es reicht nur ein ganz kleiner Reiz, aus der eine ganze Kette an Reaktionen hervorgerufen wird, eben die Gewohnheit, das Gesamte, und es werden Belohnungsstoffe von unserem limbischen System ausgeschüttet, wenn wir dann eben so wie gewohnt handeln. Dann befindet sich unser Körper, in dem ganzen Körper Opioide und diese haben so ein unbewusstes Glücksgefühl in uns aus und das durchströmt uns. Und wenn wir uns dann entrüsten darüber, dass Aldi nur 5 Thermomix in der Filiale hat und wir aufgeregt und erbost sind, dann denken wir das nur. Die körpereigenen Opioide, die durchströmen unseren Körper und wir sind rein, was den Körper angeht, total zufrieden und happy. Deswegen fragen sich viele Menschen, warum sie aus offensichtlich destruktiven Verhaltensweisen nicht ausbrechen können. Das macht da eigentlich keinen Sinn. Ich bin unglücklich, sagen die Menschen dann, oder ich will das doch nicht, oder das macht mich kaputt. Das wird dann immer so oft gesagt, aber eben diese Glücksbotenstoffe, die bestätigen dann diese Richtigkeit dieser Handlung. Man fühlt sich im Recht und man fühlt sich wohl, obwohl diese einfach nur eine Gewohnheit ist, die nicht mit objektivem Recht oder mit Unrecht zu tun hat. Warum sollte ein Laden verpflichtet sein, zum Beispiel jetzt beim Aldi, irgendeine bestimmte Anzahl an Geräten zur Verfügung zu stellen? Wie kann man davon ausgehen? Wo ist das Recht? Das ist Quatsch. Wie kann man nun aus dieser Spirale der Gewohnheit rauskommen? Der erste Schritt ist erstmal einmal obige Zusammenhänge klar zu erkennen und zu akzeptieren. Das ist wichtig, um auch ein etwaiges Scheitern auch richtig einzuordnen. So simpel eine Änderung erscheint, wie zum Beispiel jeden Morgen den kleinen Finger zu heben, das ist ja, macht keiner, aber es ist eine Änderung. So sehr ist es doch ein Ausbruch aus der Gewohnheit. Und entsprechend ist es auch schwer und entsprechend ist es auch immer mit Rückschlägen zu rechnen und es ist durchaus in Ordnung, mehrere Anläufe zu nehmen. Der zweite Schritt, das sind die Anläufe als solches. Dabei unterscheidet man
bei der Untersuchung der Gewohnheit immer zwischen drei zeitlich nacheinander abfolgenden Situationen. Einmal der auslösende Reiz, gefolgt von der ausgeführten Gewohnheit und als letztes die daraus resultierende Belohnung. Der auslösende Reiz kann versucht werden zu umgehen und wenn dies nicht möglich ist, von einer stärkeren Belohnung überlagert werden. Wie diese ausschaut, das ist individuell verschieden. Sollte man da nicht ansetzen können, kann man die ausgeführte Gewohnheit direkt bekämpfen, indem man sich der Gewohnheit bewusst wird und durch dieses Bewusstsein heraus einen neuen Reiz schafft, der wiederum wieder Ausgangspunkt für eine neue Gewohnheit ist. Also eine Gewohnheit in der Gewohnheit. Damit leitet man quasi die alte Gewohnheit in eine selbstgenerierte, selbstgewählte Gewohnheit um. Sollte dies auch nicht funktionieren, dann bleibt nur noch die resultierende Belohnung, die Befriedigung der Gewohnheit als solches zu entlarven, indem man bereits vor Eintritt dieser Belohnungsphase, also diesen dritten Schritt, ein neurologisches Netz, was eben auch nichts anderes ist als eine Gewohnheit, gebildet hat, welche diesen subtilen Glücksgefühlen negative Emotionen entgegenstellt. Das kann auf die Art und Weise geschehen, dass man sich immer wieder vor Augen hält, wie sehr man diese Gewohnheit, die man abzustreifen versucht, als unangenehm betrachtet. Und eben diese Zusammenhänge dann auch intensiv auch wieder emotional durchlebt und dieses Negative daran. Dadurch erhält der Körper als letzte Instanz so einer Gewohnheitskette nicht mehr diese positive Rückmeldung wie vorher und man stärkt auch diese Gewohnheit nicht mehr. Und ja, der dritte Schritt ist das bewusste Beobachten seiner Erfolge als auch seiner Misserfolge, um seinen Körper und seine Reaktion besser kennenzulernen. Mit diesen Tools kann man sich dann quasi jeder beliebigen Gewohnheit stellen und bekämpfen. Das ist aber je nach Individuum ein sehr, sehr langer Prozess, aber am Ende steht quasi wirklich die Selbstbestimmtheit, welche Gewohnheit man wirklich ablegen und welche man sich eventuell zu eigen machen möchte. Und ja, auf jeden Fall, letztlich sorgen sie dafür, dass man nicht wegen so einem Küchentopf komplett ausrasten muss und sich auch gerne mal durchaus ärgern kann, weil eigene Erwartungen zum Beispiel jetzt nicht erfüllt werden, aber immer bewusst bleibt, was einem wirklich wichtig ist, welche Gewohnheit man umsetzen möchte und dass man sich wegen so einem Blödsinn quasi, dass man da nicht andere Menschen verletzt. Also, im Endeffekt, meiner Meinung nach, der Aufruf, kämpft gegen eure Gewohnheiten, macht euch mit eurem Körper vertraut und vor allem nehmt euch wirklich Zeit für euch, bewusste Zeit. Ich weiß, das ist jetzt ein relativ schneller Abriss gewesen, was der Kampf gegen die Gewohnheiten angeht. Ich hoffe, ihr konntet euch trotzdem ein bisschen was rausziehen, ansonsten müsst ihr einfach tiefer gehen, euch auch selbst wirklich versuchen zu informieren, gerade über diesen dreistufigen Prozess. Ich habe das versucht, hier heute in Kürze und Würze wiederzugeben und ja, das soll es vor dem Wochenstart gewesen sein. Wir sehen uns dann morgen wieder zum Tag 313, glaube ich ist das, und ich wünsche euch weiterhin eine schöne Woche. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.